Die Frage war nur, dass wir das veröffentlichen. Herr Büstron würde gerne auf die allgemeine Diskussion zur Demokratie und im Parlament eingehen, außerhalb seiner Redezeit. Das kann ich natürlich nicht machen, weil Ihre Fraktion hat 4 Minuten Redezeit. Das können wir jetzt nicht hier miteinander dealen. So klappt das nicht. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Kollege Trittin, Sie haben hier bewundernswert versucht, jetzt gerade einen Keil zu treiben, sogar zwischen die Linken, aber auch zwischen die Linken und die rechte Seite des Parlaments. Und Herr Dr. Wadenbrück, Sie haben das ähnlich gemacht. Und das ist symptomatisch für die ganze Diskussion der letzten Zeit. Ja. Nein, aber das sind Denkmuster aus dem 19. Jahrhundert. Im 20. hat es noch vorgesetzt, aber wir leben im 21. Jahrhundert, ja? Und dieses Links-Rechts-Spektrum ist längst überholt. Worin wir leben ist. Nein, wir haben hier die Menschen, die auf die Straße gehen, und es ist denen völlig egal, ob das Sarah Wagenknecht oder Jürgen Elsässer oder Peter Büstron in München dazu aufrufen. Die demonstrieren für Frieden und gegen den Krieg. Was wir hier haben, ist eine horizontale Teilung des politischen Spektrums. Das sind die Menschen da unten und die globalen Eliten da oben. Und das erleben Sie jeden Tag. Wenn Sie das nicht verstehen, dann verfolgen Sie das noch ein paar Tage. Dann wird Sie die Realität einholen. Haben Sie denn nicht darüber nachgedacht, warum wir hier immer auf Antrag der Opposition diskutieren, warum sich Deutschland nicht an diesem Krieg beteiligen soll, warum wir keine Waffen liefern sollen und stattdessen Frieden schaffen sollen? Weil die Bundesregierung eben aus Parteien besteht, die ihre Wahlversprechen gebrochen haben, die lieber Krieg führen, als Frieden zu schaffen. Und weil sie die Grundsätze der Außenpolitik der Nachkriegszeit komplett über Bord geworfen haben. Sie sind doch eher der Vorkriegszeit zu Hause, ich weiß schon. Herr Stegner, Sie betreiben hier genau die Spaltung der Gesellschaft wie die anderen Kollegen. Sie haben hier auch noch angesprochen, hier, wissen Sie, was Sie machen? Jeder, der Sie als unfähige Person kritisiert, da sagen Sie, ja, das ist eine Delegitimierung der Institution. Nein, Sie delegitimieren diese Institution durch Ihr Verhalten und durch Ihre Unfähigkeit. Nochmal, Sie alle haben Ihre Wähler belogen und betrogen. Und Sie alle regieren jeden Tag über die Köpfe der Menschen hinweg. Die Menschen demonstrieren zu zigtausenden für den Frieden gegen den Krieg. Und was machen Sie? Sie liefern Waffen und diffamieren die Demonstranten. Das ist doch Ihre Taktik. Das haben Sie hier gerade in dieser Diskussion gezeigt. Sie diffamieren die Menschen dafür, dass sie für den Frieden demonstrieren. FDP, Sie kaufen Waffen für die Ukraine aus Steuergeldern von Menschen, die das nicht wollen. Warum richten Sie nicht einen Freiwilligenfonds? Dann können Sie Slava Ukraini nennen und lassen Sie da alle einzahlen, die diesen Krieg unterstützen wollen. Wenn das die Mehrheit ist, so wie Sie behaupten, dann müssen Sie doch ganz entspannt sein. Sind Sie aber nicht, weil Sie wissen, dass das nicht geht, weil Sie die Mehrheit nicht hinter Ihnen haben. Die Mehrheit der Menschen ist gegen diesen Krieg. Die Mehrheit der Menschen wünscht sich Frieden. Und wir alle, die für den Frieden eintreten, müssen uns hier auch noch als Agenten Moskaus beschimpfen lassen. Und von wem? Von wem? Von Leuten, die von den Amerikanern gesteuert, bezahlt und überwacht werden. Liebe Freunde, das ist das, was Sie hier die ganze Zeit machen. Und dagegen wenden wir uns von der AfD, offensichtlich jetzt auch viele von der Linken, und dafür sind wir denen dankbar. Dankeschön. Die Kollegin Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion.